Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast. Folge 11, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind hier im Kinosaal angekommen, beziehungsweise im Aufenthaltsraum. Unser nächstes Ziel lautet, besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum, genau. Weiter natürlich viel Spaß bei diesem Let's Play. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber... Oh, okay. Exit Interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. What we believe. Auf jeden Fall interessant, aber wir möchten ja hier weiterkommen. No. Aha. Ja, Telefon, ne? Ich hasse diese Atmosphäre. Weißt du, die Telefone spinnt ja, na super. Das ist ja nicht gerade sehr, sehr... Was war es dann? Sie sagt, Project Wallrider sei ein Tor. Da ist tatsächlich jemand drin. Ja, versteck dich ruhig. Geschlossen. Hier liegt allerdings eine Akte. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Verdammt, ich kündige. Das klingt ja nicht gerade sehr toll. Selbst das vom Camcorder schreckt mich jetzt. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Könnt ihr doch nicht machen, Mensch. Red Barrels. Liegt hier zufälligerweise noch... Ah ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich nicht mehr allzu viele... So. Sieht safe aus. Wow. Ey, ganz ehrlich, der Raum war doch leer. Hallo? Hä? Achso, war das die Tür von vorhin oder wie? Ey, ganz ehrlich, die Tür. Wow. Okay. Ah ja, der Typ hat uns aber wenigstens die Tür aufgemacht. Ja. Klar ist er jetzt in der Zeit, ne? Hier den ganzen Weg hier gelaufen. Ist klar. Ist gleich leer, wir machen mal eben eine neue rein.
Ach Mann, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Na, machen wir es halt nochmal. Kein Problem, die Zeit haben wir ja. Ich werde hier nur irgendwann wahnsinnig, aber was soll's, ne? Passt ja. Wir müssten aber eigentlich kurz vorm Ziel sein. Wir haben jetzt schon eine Menge rausgefunden. So, der Typ ist jetzt hier aber weg, oder? Ah. Jetzt haben wir hier den Schlüssel für den zweiten Stock. Finde Vater mal in der dritten Etage. Hm. Alter, der Beamer hier ist, also der Projektor hier ist ja auch riesig. Der kann doch aber nicht den Film ewig zeigen. Ja gut, ich weiß jetzt leider nicht. Wie ich jetzt hier runterkomme erstmal. Hallo? Hallo? Boah, dann gehe ich eben zu Fuß. Ich habe jetzt keine Lust, das rauszufinden. Oder ist die Tür da jetzt vielleicht offen? Ne. Gut, dann. Ja, aber das ist auf jeden Fall unser Ausgang jetzt gerade. Wer ist denn da jetzt schon wieder gewesen, ey? Ich habe jetzt mal übrigens die In-Ear-Teile genommen, anstatt den Kopfhörern. Warum weiß ich auch nicht. Ich hatte einfach Bock drauf. Ich habe mir die damals eigentlich gekauft, wollte dauerhaft mit denen aufnehmen, weil das Kabel ja zu kurz war. Dann habe ich mir mal ein Verlängerungskabel gekauft. Oh. Für die Kopfhörer und seitdem habe ich die Kopfhörer benutzt und dachte, ich muss mal die ja auch mal wieder benutzen und ich höre da genau. Ich kann auch ein bisschen lauter machen jetzt hier nochmal. So. Der scheint hier irgendwie nicht hinzukommen. Okay. Ah. Ach, das sind diese beiden. Ja, ich wollte eigentlich gerade gehen. Lasst mich mal. Okay, danke. Tschüssi. So. Speicher. Ja, klar, da die Tür. Murkoff Corporation. So, okay, wir brauchen den okay. Der Verschluss, unser Weg in die dritte Etage. Ist wahrscheinlich sogar gesperrt, ne? So, okay. Wir haben hier eine Tür, die geht auf. Wir haben hier eine Tür, die. Okay, die geht nicht auf. Dann ist das unser einziger Weg. Eine Küche. Hm? Oh. Das offen. Hier ist eine Tür. Oh, please, lass es da. Okay.
Obwohl, wenn ich die Tür... Mache ich lieber nur eine auf. Oder komme ich da hoch? Lol, man kommt hier sogar... Ich komme da nicht auch doch. Okay, doch. Da komme ich wieder hoch. Das könnte mir vielleicht nützlich sein. Dann mache ich die Tür hier vielleicht doch lieber. Wow. Ey, dass mich das eiskalt immer erschreckt. Das regt mich gerade so ein bisschen auf. Mich stört das, dass... Ach, dieses Spiel macht einen echt krass fertig, ey. Ohne Spaß. Ich habe jetzt auch bald keine Batterien mehr. Ist das Vater Martin? Nope. Unsere letzte, obwohl nicht unsere vorletzte jetzt, oder? Jetzt haben wir noch immer noch eine übrig. Okay, hier nicht. Warum ist es hier auch immer so schandmäßig dunkel hier? Nicht lang. Hä? Soundtrack. Ich hasse dich. Ah, Batterie. Danke. Hä, geht's da doch weiter oder was? Hier geht's doch nicht weiter. Ich muss übersehen. Nee. Kommt hier aber gar nicht. Hä? Ah. Na dann. Hallo? Hallo? Als ob. Ja, meine Maus hat sich gerade verabschiedet. Ich habe hier eine Funkmaus. Geil. Ich muss mal eben die Batterie hier aus dem Ding wechseln. Moment mal. Tut mir leid, meine lieben Zuschauer. Ja, jetzt geht's wieder. Diese Batterien von dem Ding sind so krass schnell leer. Das hat mich jetzt natürlich wieder ein bisschen rausgebracht hier. Mhm. Hier sind wir rausgekommen. Es geht natürlich ganz normal weiter jetzt. Sorry wegen der winzigen Unterbrechung. Wir scheinen vor einer großen Sache zu stehen gerade. Wieder beten, Leute. Wieder. Ah. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Was ist das? Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Hm, nicht sehr... Titlich. So, wo schickt denn der Typ uns jetzt hier hin? So, hier ist Enter. Hä? Jetzt? Nee, hier geht es nicht weiter. Habe ich was übersehen jetzt? Batterie.
Ich hatte eigentlich gehofft, hier den Schlüssel oder so zu finden, weil... Hä, ich verstehe. Nein. Ich meine, hier geht's jetzt okay, dann haben wir was übersehen. Dann müssen wir jetzt doch hier... Ich meine, hier, von hier kommen wir doch, oder nicht? Und hier ist bestimmt nicht offen. Dann ich. Die Tür haben wir noch nicht aufgemacht. Da habe ich hier irgendwas übersehen. Geht's hier irgendwo weiter? Oh Mann. Hä? Hier ist noch zu. Erst das Fenster und dann auch noch. Moment, das Fenster ist offen. Können wir vielleicht... Ah. Ah ja, okay. Hier können wir weiter. Das ist eigentlich schon eine riesige Anlage hier, ne? Unglaublich. Also das ist auf jeden Fall deutlich mehr als eine Herrenanstalt. Ohne Spaß. Schande, was passiert hier? God hates sickness. Hey, mach die Tür auf, das ist mein einziger Ausweg. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt bin ich hier, aber jetzt komme ich da auch nicht mehr durch. Kapelle, ui. God hates money. Oh. Das sind doch die beiden Brüder. Ich werde ihn mit dem Wallrider vereinsicht. Ah, der Schlüssel. By Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together, we will be free. You are no longer in any danger. Stirbt er jetzt, oder was? We fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be... Der wird sie in die Freiheit führen. Ah, dankeschön. Now, my son. Ach, schon, er lässt sich verbrennen. Gefällt das ganz und gar nicht. Ich kann nicht fassen, dass Vater meint, sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Ja, Vater Martin, danke für deine Unterstützung. Problem ist, jetzt sind hier diese beiden Brüder. Nicht auf die Idee, mir zu folgen. Klar, ihr habt doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich hier die Tür zumache. Ich will hier nur noch raus. Ist alles zu. Hä? Da ist der Fahrstuhl. Ja, aber wie soll ich denn jetzt hier wieder zurückkommen, Mann?
Das hört sich nicht gut an. Ich bin jetzt einfach aus Instinkt weg, ne? Weil... Ah, hallo? Scheiße, der Typ mit den Ketten. Ich weiß nicht, wie lang muss. Oh oh. Oh, shit. Wo ist der Ausgang, Mann? Hier? Boah, Camcorder. Ja. Oh, Mann. Ben. So, Speicherpunkt. Die Zeit ist um. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge besteigen wir den Aufzug und kommen hoffentlich endlich hier raus. Ja, wäre dann ganz nett, wenn wir dieses gruselige Spektakel endlich hinter uns haben. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.